Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Binding of Isaac. Wir starten auch wie immer sofort das Spiel und spielen wieder als Cain, denn als Cain möchte ich das Spiel auch mal durchspielen, genauso wie Isaac. Erst wenn wir es mit Cain durchgeschafft haben, werde ich einen anderen Charakter nehmen. Außer wenn ihr sagt, wir wollen den und den sehen, dann nehme ich natürlich den Charakter, den ihr sehen wollt. Aber zuerst nehmen wir Cain. So, wir starten auch sofort, tun die Maus aus dem Bildschirm. Und gehen, wieso starten wir so weit links? Dann sollen wir wohl nach links gehen, wenn das so nah gestartet wird. Wir töten schnell die Vieh. Wieso wird die so weit weggeschleudert? Ich hab das Skill ausgewichen. Oh Gott, nicht wieder der Raum. Der hat mich schon letztes Mal schon so genervt. Oh fuck. Genau deswegen. Weil ich da direkt getroffen werde. Ich weiß das. Ich werde immer hier sofort getroffen. Dann gehen wir hier erstmal schnell nach da hinten. Denn die können wir dann vom Weiten ausschalten. Dann stören die uns nicht mehr so. So. Oh, 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 oh. Hier ist ein geiler Stein. Und da ist ein Herz drin. Das heißt, wir können nochmal getroffen werden. Aber ich werde es jetzt nicht provozieren. Aber ich wurde nochmal getroffen. Nicht nochmal getroffen werden. So. The Empress. Was bringt The Empress? Keine Ahnung. So, die kommt dahin, die Bombe. Dann müsste die eigentlich auch die beiden töten. Nee, nur einen. Oh, fuck. Stopp, 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 stopp. Nein, nicht Silberherz töten. Oh, jetzt habe ich schon wieder direkt das Silberherz verloren. Vielmehr eine Hälfte davon. Das ist doch kacke. Ich möchte gewinnen. Mann. So, wir gehen jetzt direkt nach hier unten. Oh, Dreck. Geil, geil, geil. Was bringt das? Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich mit dem Boss ausprobieren. So, dann gehen wir hier nach rechts. Nehmen die... Ich bin so ein Noob, ne? Ich bin so ein Noob. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir das Ding da mitnehmen. Aber wir haben auch noch einen Schaden mitgenommen. Das ist ja auch mal was Neues, ne? Ich krieg ja nie Schaden hier in Isaac. Nee, gar nicht. Ich hatte eine gute Runde, wo ich einmal gewonnen habe. Sonst eigentlich noch nie. Monster, okay. Hier. Oh. Pisse. Komm mal her. Genau, geh da rein. Geh einfach da rein. Das macht irgendwie nichts. Viel macht kaum Schaden. Weil der dann nicht so lange drin stand und ich ein kleiner Noob bin. Und ich es falsch platziert habe. Egal, wir wollen ja irgendwie nur gewinnen. Egal, ob es länger dauert oder nicht. Ich will einfach hier ein bisschen Monstro kaputt kloppen. Der Monstro muss sterben. Denn der ist nämlich böse zu uns. Und er beeinflusst unsere Mutter. Naja, nicht er, aber der Gott beeinflusst sie. Vielmehr Satan beeinflusst sie, glaube ich, hoffe ich. Denke ich mal. Ich denke nicht, dass der J hier die beeinflussen wird. Oder es ist ein böser J, der sie alle zerstören wird. Komm, komm, komm. Ah, 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 Monstro, nicht so. Nicht töten, Monstro. Ich will ja schon wissen, was der Empress bringt. Das mache ich aber erst beim nächsten Boss. Denn Monstro ist schon ziemlich einfach, also brauchen wir das auch nicht. Oh, HP ab. Das ist gut. Ey, direkt beim Boss drei Dinge aufgefüllt von dem Space-Item. Okay, das wusste ich nicht. Ist das immer so? Immer drei? Wenn es immer... Immer drei sind, könntet ihr mir das ja mal sagen. Denn das ist ja auch mal gut zu wissen. Ey, ja, es wird immer drei auf... mit drei aufgefüllt. Da wurde ich wieder angeschrieben in Steam. Ach, ich vergesse das immer. Nee, ne? Ich töte mich hier selber. Empress. Oh. Da mache ich extrem Aua. Das hätte mir jemand sagen sollen. Hier ist ein Herz, okay. Hier sind noch mehr Herzen. Die will ich aber haben. Ich mache den Boss jetzt direkt, oder? Nee, 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 nee. Ich mache den noch nicht. Ich will erstmal das Gold-Item haben. Das Gold-Item ist nämlich wichtig. Also wir gehen hier hoch. Und hier sind nur Fliegen drin. Einfach nur Fliegen, die mich nerven wollen. Kommt mal her. Kommt mal her, ihr Fliegen. Ihr seid alle im Nu tot. Sag ich doch. So, töten wir schnell den. Vielmehr, wieso töten wir einen Stein? Wir sprengen ihn weg. Halten direkt eine Bombe und ein Herz. Das hat sich gelohnt. So, dann gehen wir nach rechts. Ach, hier ist so eine komische Fliege. Vielmehr zwei Fliegen, die aneinander sind. Das sieht für mich so aus. Vielmehr, ich sehe das immer so. Hier ist dieser komische, der auch schnell tot ist. Wie soll ich die nennen, diese komische springenden Leute? Keine Ahnung. Ich gehe einfach weiter nach rechts. Ach nee, nicht noch mehr von denen. Geh tot, geh tot, geh tot. Drei Schüsse sind die tot. Drei Schüsse sind die tot. Oder zwei? Waren es zwei oder zwei? Ich glaube, es waren drei. Jetzt sind die schneller. Und halten, glaube ich, auch mehr aus, wenn sie Feuer... Ja, wenn sie Feuer haben, dann halten sie mehr aus. So, zuerst hier rein. Dann nehmen wir den Helm hier mit. Was bringt der? Sehe ich jetzt alles?
Ich weiß es nicht. Bombe. Die Bombe nehmen, hier aufschließen, noch eine Bombe nehmen. Na, hat sich relativ gelohnt. Außer, dass wir einen Schlüssel weniger haben. Ah, wir sehen jetzt hier die Geheimräume. Und wir sehen hier, dass wir getroffen werden. Das sehen wir natürlich auch noch. Wow, 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 wow. Das war knapp. So, hier ist eine Truhe, bitte mit dem Herz. Ach, nur eine Pille. Okay, Kane macht gute Pillen. Range up, das ist gut. Hier tun wir eine Bombe hin, gehen direkt in den Geheimraum rein. Und erhalten... Den finde ich besser. Da benutze ich lieber den hier. Ich glaube, dass er besser... Ah, das ist ein halbes Herz. Ich glaube, dass er besser ist. Ich weiß es nicht. Wenn er nicht besser ist, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, dass er besser ist. So, dann sollten wir jetzt erstmal wieder zum Boss gehen. Und dann direkt in die dritte Ebene gehen. Ich mache erstmal die Kackhaufen hier kaputt. Vielleicht ist da ja irgendein Silberherz drin. Nein. Och, Mann. Ach, das ist mir jetzt egal. Ich will einfach zum Boss. Larry Jr. bestimmt. Ach, nee, doch nicht. Okay. Ach, der rastet aus. Und ich kann nicht treffen. Ach Gott. Ach, und der spawnt fliegen und der spawnt fliegen und der spawnt fliegen. Okay. Der rastet aus und spawnt fliegen und macht sonst eigentlich nichts. Einfach gucken, dass wir ausweichen, den einfach von hier oben töten. Wieso kommt immer näher? Wieso kommst du immer näher? Wir sollten relativ schnell die Fliegen töten, denn die fucken ab. Die Fliegen sind die, die abfacken. Komm, komm, komm. Der macht eigentlich nicht so viel. Nur die Fliegen, die nerven ein bisschen. Oh, 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 jetzt rastet er aus. Sagt er, ey. Oh nein. Jetzt nervt er. Jetzt nervt. Das ist jetzt der Kollege von diesen komischen schwebenden Köpfen, denke ich mal. Vielmehr sieht so aus. Jetzt muss er tot sein. In drei... Ja, da ist er tot. The Book of Revelations. Was bringt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier unser erster Cube of Meat. Und wir gehen hier rein. So, Caves 1. Oh, hier ist direkt der Geheimraum. Komm, komm, komm. Alle sterben, alle sterben, alle sterben. Wieso ist er nicht zu weit weg? Ich bin so ein komischer Mongo. Ich gehe nicht so nah an die Dinger dran. So, erster tot. Zweiter auch tot. Geheimraum ist da. Sprengen und reingehen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir irgendwelche geilen Items bekommen. Und hoffen, dass mein Hund nicht weiter bellt. Denn das würde nerven, denke ich mal. Ein Schlüssel, okay. Das ist schon mal relativ in Ordnung. Geld ist auch okay. Können wir mehr reinwerfen. Und der ist ja kaputt und droppt eine Pille. Ich will aber so ein fettes Ding haben. Auch essen wir werden immer so Krüppel. Wir essen immer eine falsche Pille und werden Krüppel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der unten hier, auf den will ich mich konzentrieren. So, der ist tot. Ach, man sollte, glaube ich, nicht angucken, wenn man auf die zugeht. Ja, das klappt schon mal besser als sonst. Komm, 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 komm. So, da ist er tot. Schlüssel brauchen wir nicht. Wir haben einen und Bomben haben wir eh nicht. Jetzt bräuchte man Bomben und Schlüssel. Egal. Hier ist der Bossraum. Okay. Hm. Komm hier. Ja, muss schon hier... Muss schon so kommen, ne? So, der ist tot. Du auch. Komm. Komm, 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 komm. Ey, komm doch bitte mal. Ey, ich will dich noch nur töten. Was ist daran so komisch? Das ist immer, was ist daran so schlimm? So, komm. Tot. Herz brauchen wir nicht. Und wir gehen direkt mal hier runter. In der Hoffnung, dass hier der Geheim... Nein, ist er nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Du bist tot. Und du jetzt auch. Jetzt aber. Gar nichts hat er gedroppt. Das ist der Kackraum gewesen. Ey, ich will aber gute Räume haben. Ach man. Ich brauche gute Räume. Ach nö. Ganz viele Fliegen. Das werden richtig viele Fliegen. Gucken, dass wir die nacheinander töten und nicht alle rausholen.
Ja, das wollte ich nämlich nicht haben. Denn jetzt waren hier zu viele und haben mich getroffen. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Ah, Schlüssel. Wir gehen hier runter. Und hier ist auch direkt der Raum. Das ist gut. Das ist perfekt. Aber hier sind auch viele Fliegen und Leute, die mir wehtun. Ja, geil. Ja, nice. Wie ich Dreck verkacke. Ich kann das Spiel einfach nicht. Ich will das DLC haben, damit wird es einfacher. Bis zum nächsten Mal. Euer Daros LP.